Ja, der kleine Stadtstreicher ist quasi an der zweiten Heimat heute, und zwar in Stadlau, wo ich seit über 20 Jahren für den FC Stadlau als Nachwuchstrainer und in anderen Funktionen bereits aktiv bin. Und hier von mir habe ich einen Präsidenten, zu dem man wirklich aufschauen kann. Präsident Werner Trebos. Und meine Frage, was macht für Sie einen echten Stadlau aus? Einmal zuerst willkommen hier beim FC Stadlau. Wir feiern heute ja 110 Jahre FC Stadlau mit einer sehr interessanten Geschichte, mit manchen Höhen und manchen Tiefen. FC Stadlau, man ist mit Herz dabei. Man hat ein blau-weißes Herz statt dem roten Herz. Das ist wirklich toll hier. Es ist nicht nur der Fußball, der entwickelt werden soll, sondern auch die Persönlichkeit und der Charakter zu spielen im Team und für die Gemeinschaft etwas zu tun. Ich glaube, das ist, macht einen Stadlauer auch aus. Und Stadlauer ist ein traditionell sehr guter Jugendfußballclub. Und ich glaube, das ist, macht das Herz von Stadlauer aus. Inklusive, wenn wir später sehen, wie viele Talente in der Kampfmannschaft sind. Wir haben über 70% Eigenbauanteil, wie es so schön heißt, wo sie unsere Kampfmannschaft in der Stadtliga auch sehr gut entwickelt. Ist die Wiener Stadtliga das Traumziel für den FC Stadlau, oder gibt es da mehr Ambitionen? Naja, natürlich haben wir mehr Ambitionen. Das wird der Wiederaufstieg in die Regionalliga Ost sein. Und wer weiß, wo das Ende dann ist. Aber dazu bedarf es noch einiger Anstrengungen, nicht nur spielerischer Art, sondern wir müssen auch die finanziellen Voraussetzungen sicherstellen, um auch dort erfolgreich zu realisieren. Ja, bei mir ist jetzt Jannik Hafner, und das aus einem besonderen Grund. Jannik, begonnen beim FC Stadlau in der unter 7 oder 8, ja. Bis auf ein Jahr zwischendurch immer in Stadlau. Aber das Besondere dabei ist noch, Jannik, du bist auch Nachwuchstrainer in Stadlau. Ja, genau, also ich bin noch Nachwuchstrainer bei der U9. Ich mache das sehr gerne mit den kleinen Arbeiten. Die haben wirklich viel Spaß am Fußball und das macht mir auch sehr viel Spaß. Und wie sind die Erinnerungen an deine Anfangszeit? Ja, nur positive Erinnerungen. Also ich kann mir ein Leben ohne Fußball da bei Stadlau gar nicht mehr vorstellen. Das hat mein ganzes Leben lang begleitet und nur sehr schöne Erinnerungen. Vor mir steht jetzt ein Mann, den es ohne den kleinen Stadtstreicher oder besser ohne den Fußballtrainer Richard in Stadlau gar nicht geben würde. Norbert Hörmeier hat, naja, soll selber erzählen, wie kam er zum FC Stadlau? Ja, das ist ganz einfach erklärt. Ich bin so vor 15 Jahren hier aufgetaucht mit meinem Sohn. Da war ein gewisser Richard Ziesler Trainer meines Sohnes und habe 3-4 Mal zugeschaut und der Richard hat mich gefragt, willst du nicht mithelfen? Ja. Und ich habe gedacht, ja, mir macht Fußball Spaß, habe ein bisschen Erfahrung. Und schon war ich engagiert vom Richard als Trainer, als Co-Trainer. Und so ist es halt langsam gewachsen. Ja. Ich habe dann 1-2 Jahre mitgeholfen, dann habe ich eine eigene Mannschaft übernommen. Und das Alter will es so, irgendwann wird man halt dann Obmann. Jetzt ist Obmann bei einem Amateurverein ja kein Honiglecken, oder? Ja, Honiglecken. Also jetzt kommt, es prasselt einiges auf einem zu. Wir sind ein Verein mit fast 300 Kindern, mit einem Freibad, mit einer großen Kantine, mit etlichen Untermietern, verschiedenen Mannschaften. Also es wird einem nicht fad. Man ist ja jeden Tag dabei, dass man irgendwelche Löcher stopft oder irgendwelche Probleme löst. Was kann man sagen, wo siehst du als Obmann, der natürlich für die sportlichen Geschicke des Vereins im Endeffekt die letzte Verantwortung trägt, wo siehst du den Verein in den nächsten 10 Jahren, sprich beim 120-Jahre-Jubiläum? Gut, das ist vorausblickt, weil ich ein bisschen näher bin, sage ich, okay,
Jugend wird nach wie vor auch in 10 Jahren Priorität haben bei uns. Es ist uns ganz wichtig, die Kinder sowohl, was den Charakter betrifft, aber natürlich auch sportlich auszubilden. Ja. Und wir wünschen uns natürlich, dass wir irgendwann vielleicht in die dritthöchste Leistungsklasse mit der Kampfmannschaft aufsteigen. Das wäre ein Traum. Unser Ziel wäre es, die nächsten 2-3 Jahre doch den Sprung zu schaffen, wieder in die dritte Leistungsklasse. Den Vater habe ich schon interviewt für diese Sendung. Jetzt kommt der Sohnemann, Daniel Hörmeier, aus einem besonderen Grund. So ziemlich der einzige Stadtlauer, der bis jetzt nur in Stadtlauer seine Fußballschuhe geschnürt hat. Wie war der Anfang? Ja, also ich kann mich natürlich nicht an alles erinnern, weil ich glaube ich schon mit 4 Jahren begonnen habe. Damals beim Patrick in der Fußballschule, aber ja, ich verbinde es jetzt hauptsächlich mit schönen Erinnerungen. Genau, und vor allem der Nachwuchs, also der ich sage jetzt mal Alter 4 bis 10 oder was auch immer, war halt hauptsächlich quasi im Vordergrund. Und das hat man immer gedacht. Wann ist es für dich so ein bisschen ernst geworden, dass es doch mal in Richtung Kampfmannschaft geht? Ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich auch ein bisschen mehr nach oben orientiert habe, wo ich vielleicht dann quasi in der Pubertät oder knapp nach der Pubertät war, ich sage jetzt einmal U15, U16, wo es dann auch schon geheißen hat, okay, in der U18 kommen vielleicht die Ersten rauf und könnten den Sprung schaffen. Ja, und ab da habe ich mich halt nach oben orientiert. Gibt es noch Erinnerungen ans Kampfmannschaftsdebüt? Ja, sogar sehr gute, weil das war damals auswärts an der Hohen Warte gegen Vienna, ich glaube vor 700-800 Fans oder was auch immer. Und das war unglaublich. Ich bin in der 65. oder so reinkommen und das war halt ganz was Neues vom Nachwuchsfußball, da jetzt zu spielen vor 800 Fans. Also das ja, werde ich nie vergessen. Wenn du gerade sagst 800 Fans, davon träumen wir eigentlich in Stadtlauer. Ja. Was wünschen wir uns von den Stadtlauer Fans? Also ja, vielleicht, dass sie noch mehr Freunde, Familie, was auch immer dazu motivieren zu kommen und uns vielleicht zahlreicher zu unterstützen. Und halt sonst ja einfach Zusammenhang und auch im Match vielleicht ein bisschen Unterstützung zeigen und da einfach lautstärker auf der Tribüne sind. Ja. Danke, Dani. Gerne, Richard. Ob der junge Mann noch so ein paar Fußballschuhe zu Hause hat? Oliver Oberhammer, sportlicher Leiter des FC Stadtlau. Und was ist jetzt konkret das Aufgabengebiet? In welchen Bereichen allen? Ja, mein Aufgabengebiet ist die sportliche Weiterentwicklung und Führung des gesamten Vereines, von der U7 bis zur Kampfmannschaft. Und da versuchen wir eine Philosophie für den gesamten Verein zu entwickeln, die dann von allen Mannschaften auch umgesetzt werden soll. Wir sehen ja im Hintergrund gerade den Leistungsvergleich mit Rapid Wien. Ja, natürlich sehr interessant, weil wir auch wissen wollen, wo wir stehen im Vergleich zu den Top-Teams in Österreich. Und deswegen sind solche Vergleiche immer zu begrüßen, damit wir eben sehen, woran wir arbeiten können, was die anderen noch besser machen als wir und wohin wir uns entwickeln können. Wie viele Stunden Arbeitszeit stecken für einen sportlichen Leiter in Stadtlau pro Woche drinnen? Unzählige. Ist als 40-Stunden-Job fast nicht auszufüllen, wenn man es ernst nimmt. Und wo siehst du in absehbarer Zeit den gesamten Verein in der sportlichen Stufe oder sportlichen Entwicklung? Wir arbeiten jetzt insgesamt seit 1,5 Jahren in eine bestimmte Richtung. Das wir machen wollen, ist mit viel Ballbesitz, attraktiven Fußballen und gute Fußballer entwickeln. Natürlich in der Nahrungskette gibt es dann Vereine und Teams, die uns einige Spieler natürlich dann auch wegholen, aber das müssen wir akzeptieren. Das ist auch in Ordnung so. Wenn sich jemand wirklich weit verbessern kann, kann er natürlich auch beim Stadtlauer die ersten Schritte machen
und dann den nächsten Schritt zu einem größeren Verein. Aber mittelfristig muss das Ziel sein natürlich, dass wir uns sportlich weiterentwickeln und auch dann in dieser Gesamtwertung wieder weiter nach oben kommen. Genauso wie mit der Kampfmannschaft das mittelfristige Ziel ist, in die Regionalliga aufzusteigen. Er war einen guten Teil dieser 110 Jahre ein Stück FC Stadlau. Willi Bachmeier. Willi, was war eigentlich dein Job in Stadlau? Tore schießen, Tore verhindern? Nein, mit Tore schießen und verhindern habe ich überhaupt nichts zu tun gehabt. Aber die Nebenarbeiten, die wo keiner gesehen hat, Wäsche waschen, Schuhe putzen, auf die Auswärtsmatch fahren, alles herrichten, das war mein Job. Und fallweise auch die Kabine zusammenräumen. Da sind wir gefahren, wo sind die großen stämmigen Polizisten daher? Von Niederösterreich, wie heißt die Stadt? Dort haben wir gehabt, ein Auswärtsmatch, Vorbereitung, und ich war am Steuer, da war drauf. Der G, Erwin, der Katzler Wolfgang und glaube ich ein oder zwei Spieler. Und wir fahren so, und auf einmal sagt der Erwin, bumm, was war denn das? Jeder schaut, ja natürlich, was war was? Na, ein Radlfahrer ist uns hinten drauf gefahren. Da könnt ihr euch vorstellen, wie schnell ich gefahren bin. Wie der Hamilton in seiner Glanzzeit. Nicht? Dein Spitzname war ja immer... Ist immer noch. Wie war er denn? Oder wie ist er denn? Der faule Willi. Warum der faule Willi? Ja, weil ich gar so super schnell war. Und es hat ja auch wirklich keiner gesehen und keiner gewusst, was ich wirklich mache. Die haben immer nur alles am Platz gehabt. Es war alles fertig, wenn es gebraucht worden ist. Und in was für einer Zeit ich das gemacht habe, war denen Leuten völlig egal. Hauptsache, es war gemacht. Ich habe sogar über Nacht schon einmal am Platz. Allerdings nur bis Mitternacht. Dann habe ich zu meinem Hund gesagt, komm, geh mal heim. Da ist gemütlich.